Guten Morgen. Ja, geschlafen habe ich gut, aber kurz. Ich musste irgendwie 3:45 oder sowas auf die Toilette und seitdem liege ich wach. Wir haben es jetzt gleich 6 Uhr. Naja, dann werde ich jetzt mal langsam aufstehen, schon mal einiges zusammenpacken, Kaffee kochen und ein bisschen frühstücken. Wir sehen uns gleich. Die ersten 5 Kilometer unterwegs. Bin durch Dinken jetzt durchgefahren. Schönes Städtchen. Und ja, heute geht es dann Richtung Wesel. Bin mal gespannt. So ganz genau weiß ich jetzt nicht, wie viele Kilometer es heute sind. Ich denke mal, so um die 60 müssen es heute sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, die Route, die führt heute auch wieder die ganze Zeit über Felder. Dann sind die Ortschaften dann tatsächlich auch mal ein bisschen Abwechslung. Die sind ja auch nicht allzu groß. Da bist du ja auch in 1-2 Minuten schon wieder dann durch. Aber schön ist es hier trotzdem. Also eins kann ich euch sagen, falls ihr die Route auch mal fahren wollt. Also ich schaue jetzt schon seit einiger Zeit mal nach einer Bank. Aber ich habe schon ewig keine gesehen heute. Eigentlich gar keine. Außer auf irgendwelchen Privatgrundstücken. Ich glaube, da vorne kommt eine Bushaltestelle. Ja, nach fast 10 Kilometer Suche habe ich sie endlich gefunden. Die Bank. So, Mittag. Ja, da im Hintergrund liegt Rees. Da war ich gerade einkaufen und habe jetzt hier auf dem Rheindamm Mittag gemacht. Apropos Rhein. Da hinten ist er. Ja, dann geht es jetzt ab nach Wesel. Gestern war ja noch Bombenwetter und heute alles trüb und grau. Jetzt habe ich schon seit, ich schätze mal, 10 Kilometer Gegenwind und ich denke mal, mindestens 10 kommen noch. Gegenwind. Egal. Ja, irgendwie komme ich heute auch gar nicht so viel zum Film, beziehungsweise ja, es ist schon die ganze Zeit jetzt leicht am Tröpfeln. Und ich möchte natürlich ganz gerne, bevor der große Regen anfängt, auf dem Campingplatz sein und am liebsten auch schon das Zelt stehen haben. Deswegen habe ich heute nicht so viel die Kamera in der Hand.
da hinten sehe ich schon die Doppeltürme vom Xantener Dom. Also kann es bis Wesel nicht mehr allzu weit sein. Weil es ja, wenn man so will, die andere Rheinseite von Wesel. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja, heute bleibt mir irgendwie nichts erspart. Die ganze Zeit der Gegenwind. Dann kam der Regen. Habe ich mir mal ein Regenzeug angezogen. Und als ich dann wieder losfahren wollte, habe ich gemerkt, dass ich einen Platten hatte. Und natürlich den Platten auch hinten. Also Hinterrad ausbauen, neuen Schlauch reinziehen. Ja, zwischenzeitlich hatte es aufgehört zu regnen. Ich fahre los, immer noch Gegenwind. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ja, da hinten im Dunst liegt der Xantener Dom. Ja, mein Zelt steht schon wieder. Ist jetzt auch schon 6:30. Bin ziemlich im Arsch heute. Von der ganzen Gegenwindfahrerei, sag ich jetzt mal so. Also die letzten 20 Kilometer, die waren, ich glaube, fast ausschließlich Gegenwind. Und gar nicht mehr so ohne. Also teilweise auf dem Rheindamm, also da bist du ja echt auf einer exponierten Stelle, wie man so schön sagt. Dementsprechend bin ich ganz schön im Arsch. Ja. Das ist dann nur die Grafinsel. Da hinten ist ein toter Rheinarm. Der Rhein ist auf der anderen Seite der Insel. Ja, habe mich schon ein bisschen umgeschaut gerade. Duschen war ich auch schon. Ja, umgeschaut, also da, hier gibt es einen Supermarkt. Einen ganz normalen Edeka. Und ja, so wie ich es gesehen habe, sind es auch relativ normale Preise. Und wo ich echt erstaunt war, die haben sogar eine kleine Abteilung mit Fahrradzubehör. Also wenn mal jemand hier in der Gegend mit dem Rad unterwegs ist, also das Nötigste bekommst du da schon, wenn auch jetzt nicht gerade von Topmarken, aber immerhin. Sag mal, wenn du da stehst mit einem kaputten Mantel und nicht weiß, ob du die nächste Etappe schaffst, damit sage ich jetzt mal so, dann bist du froh, wenn du so einen No-Name-Mantel hast. Denke mal, der wird schon ein bisschen länger halten als ein kaputter. Ja, habe ich mir gerade noch zwei Radler geholt, aber ich werde jetzt erstmal, hier gibt es auch ein Restaurant, ein Griechen, so wie ich das gesehen habe. Werde ich mal gucken, mit dem Gyros reinpfeifen oder so. Bin einfach zu kaputt, um jetzt noch selber was zu machen. Klar, ich hätte jetzt eine Trekking-Mahlzeit noch da, die könnte ich mir auf die Schnelle machen. Aber ich glaube, ich habe schon Lust auf was Richtiges heute. Ja, ich gehe dann jetzt essen. Gucken wir mal, ob wir uns nachher noch mal sehen. Ich habe da bei dem Griechen lecker gegessen und jetzt mache ich erstmal Verdauungsspaziergang. Ich nehme euch einfach mal mit. Ah, hier kannst du dich echt verlaufen. Und die Richtung stimmt, aber
Und wirklich weiß ich nicht, wo ich bin. Ja, dann nochmal, bevor ich ins Bett gehe, ein Fazit zum heutigen Tag. Heute habe ich mich nicht verfahren. Die Strecke, die war eigentlich ganz gut ausgeschildert, wobei ich habe den Track ja direkt von der Drei-Flüsse-Route-Seite beziehungsweise die verlinken direkt nach Outdoor Active. Da habe ich es runtergeladen und tatsächlich ist es so, dass der Track und die Beschilderung teilweise nicht übereinstimmen. Ist nicht weiter schlimm, weil es sind nur kleine Schlenker. Also wenn man der Beschilderung folgt, ist man auch richtig. Und wenn man den Track folgt, kommt man auch wieder auf die beschilderte Route. Also, aber warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, jetzt zu dieser Jahreszeit. Naja, ist halt heute recht windig gewesen. Deswegen habe ich auch nicht so viel gefilmt oder ist mit ein Grund gewesen. Beziehungsweise es war ja für heute Abend eigentlich noch recht ergiebige Regenschauer angesagt. Also bis jetzt sind immer nur mal so ganz kurze Schauer oder mehr so ein Tröpfeln. Außer heute Nachmittag, als ich den Platten hatte, da hat es dann mal richtig geregnet. Aber wirklich, ich war gerade fertig mit dem Platten, mit dem Reifenwechseln. Da hat es dann aufgehört zu regnen. Naja, was soll's. Ich sitze hier unter so einer, was ist das hier, Trauerweide. Weil, ja, gibt hier zwar einige Bänke. Die haben gesagt, ja, stell dein Zelt ruhig dahin, dann kannst du wenigstens vernünftig sitzen. Ja, ist okay. Allerdings, ein Pavillon wäre auch nicht schlecht gewesen. Deswegen habe ich mich jetzt hier drunter gesetzt. Hier bin ich wenigstens ein bisschen vorm Regen geschützt. Ich trinke jetzt hier gerade noch einen Radler aus und dann werde ich mich auch in den Schlafsack verkriechen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich habe Urlaub, da muss ich nicht auf die Uhr gucken. Ja, sonst einchecken hier auf der Grafinsel war recht problemlos. Ist auch günstiger als die Dinkner Heide. Dinkner Heide, was habe ich da jetzt bezahlt? Irgendwie keine 14 Euro. Und hier habe ich 8,50 Euro vorhin bezahlt. Naja, dafür ist das hier der größte Campingplatz Deutschlands. Aber ganz ehrlich, ich möchte nicht hier sein, wenn der voll ist. Also im Sommer auf keinen Fall. Also wenn man mal durchs Waschhaus geht und sich das Waschhaus anguckt, ja, lecko funny. Also das ist wirklich, wirklich Massenabfertigung. Wie gesagt, der Edeka da hinten, das ist schon wirklich ein richtiges Lebensmittelgeschäft. Ja, vielleicht nicht ganz so groß wie ein normaler, aktueller Edeka, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt,
sämtliche Getränke, die Bierkisten stehen hier kalt. Hier gibt es eine Frischweichsteke, hier gibt es einen richtigen Bäcker. Morgens ab 7 kannst du hier Brötchen holen. Ich habe gesehen, Coffee to go. Wahrscheinlich gibt es da auch morgens ab 7 Uhr direkt schon Frühstück. So genau habe ich es mir jetzt dann nicht angeschaut. Finde ich schon krass. Bin schon am Überlegen, ob ich mir nicht morgen früh meinen Kaffee da hole. Spare ich mir das Spülen. Bin ich schneller fertig. Aber ich schätze mal, bin sowieso wieder viel zu früh wach. Ja, ich stehe hier relativ nah an der Einfahrt. Also bis 22 Uhr kann man hier drauf fahren. Ich denke mal, da werde ich gleich noch einiges hören, wenn ich im Bett liege. Aber was hast du denn davon Licht? Ich denke mal, da werde ich einiges noch von hören, wenn ich im Bett liege. Aber ich bin dermaßen müde. Weil wie gesagt, 3:30 oder was das war. Oder 3:40, ich weiß nicht mehr so genau. Als ich auf Toilette musste, ja, und danach war ich wach, weil die Gänse so einen Lärm gemacht haben. Naja, schauen wir mal. Also ich denke mal schon, dass ich gut schlafen werde. Ja, gestern, habe ich noch gar nicht gesagt, als ich an der Dinkner Heide am Campingplatz eingecheckt habe, sagten sie, oh, Sie sind der erste Camper dieses Jahr. Ey, sag ich, super, habe ich jetzt was gewonnen? Oh, leider nee. Hätte ja mal sein können. Eine Nacht umsonst oder so. Naja, und hier, als ich sagte, ja, ich will mit dem Zelt hier schlafen, ja, ist ja viel zu kalt. So kalt ist das gar nicht. Naja. Ich sag mal, bis morgen, ne?